Nach einer bärenstarken Gruppenphase bei der Eishockey-WM in der Slowakei träumt das DEB-Team vor dem Viertelfinale gegen Tschechien von der ersten WM-Medaille seit 1953. Eishockey-WM Tschechien, Deutschland ab 19 Uhr live im TV bei Sport1. 5 Siege fuhr Deutschland bislang ein, darunter gegen den Gastgeber sowie zum Abschluss gegen Finnland. Nur gegen Kanada und die USA setzte es pleiten. Gelun, Platz 3 in Gruppe A. Tabellen der Eishockey-WM, Bildergalerie. Eishockey-WM 2019, Deutschlands Talente mit Tiffels, Seider und Müller. 20 Bilder mit jeder Menge Selbstbewusstsein im Gepäck stiegen die deutschen Eishockeyspieler demzufolge am Mittwoch nach 2 Wochen in Kosice in den Sonderzug nach Bratislava. DEB-Team will Tiefstapeln ablegen. Dieses Tiefstapeln sollten wir jetzt ablegen, sagte Kapitän Moritz Müller vor dem Viertelfinale und betonte, wir haben keine Angst. Im Gegenteil, wir glauben an uns. Warum nicht ins Viertelfinale gehen und sagen, wir wollen ins Halbfinale? Wir denken auf jeden Fall, dass die Tschechen machbar sind und Bundestrainer Toni Söderholm fügte hinzu, wir müssen und werden noch stärker werden. Dann können wir jeden schlagen. Wenn wir wieder als kompakte Einheit auftreten wie zuletzt, dann haben wir sicher eine Chance. Das Wichtigste ist jetzt der Glaube an uns selbst, jetzt aktuelle Eishockey-Fanartikel kaufen. Hier geht's zum Shop, Anzeige wie vor 15 Monaten bei den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang soll mit der K.O.-Runde der Spaß erst richtig beginnen und nicht wie zuletzt sofort im Viertelfinale enden. Das Halbfinale hatte die DEB-Auswahl zuletzt bei der Heim-WM 2010 erreicht, danach scheiterte sie 3-mal im Viertelfinale. Letzter Sieg gegen Tschechien vor 12 Jahren, die Tschechen haben wir uns alle am meisten gewünscht, erklärte NHL-Stürmer Dominik Kahan, wie Müller einer von 11 verbliebenen Silbermedaillengewinnern von Pyeongchang, das ist ein Gegner, der machbar ist, der letzte WM-Sieg gegen die Tschechen liegt allerdings bereits 12 Jahre zurück. 2007 im Moskauer Vorort Maitetschi bezwang der damalige Aufsteiger mit Uwe Krupp als Bundestrainer den 12-maligen Weltmeister mit 2:0, meistgelesene Artikel Fußball, Bundesliga. Kovacs Rolle im James Poker Fußball, Bundesliga. Kofeld FCB hat unheimliche Macht Fußball, Bundesliga. Der Großangriff des BVB Eishockey WM, Gerd CZE live auf Sport 1. WM hält hofft auf 2. NHL-Chance Fußball, Bundesliga. Flick beim FC Bayern gehandelt. Es war der erste deutsche WM-Sieg gegen Tschechien nach 25 Jahren. Insgesamt stehen lediglich 5 Erfolge in 44 WM-Duellen zu Buche. Bei Olympia besiegten Müller, Kahan und Co. erst den Weltmeister Schweden, dann den Rekord-Olympiasieger Kanada und standen plötzlich sensationell im Finale um Gold. Bei der WM in der Slowakei hat die stark verjüngte Mannschaft mit dem überzeugenden 4:2 gegen den Medaillenkandidaten Finnland gezeigt, dass sie erneut die Großen schlagen kann, auch wenn diesmal jede Menge Stars aus der NHL dabei sind. Draisaitl kommt in Fahrt, Superstar Leon Draisaitl, der mit 2 Toren und einer Vorlage gegen die Finnen mächtig auftrumpfte, und Philipp Grubauer, der seinen frisch erworbenen Ruf als einer der besten Torhüter der NHL eindrucksvoll unterstrich, hat das deutsche Team selbst 2 überragende Spieler aus der besten Eishockeyliga der Welt in seinen Reihen. Bildergalerie Leon Draisaitl, seine Karriere in Bildern. 30 Bilder, wir gehen mit Freude und der richtigen Arbeitsmoral in das Spiel, kündigte Draisaitl an, denn nach der öffentlichen Kritik von Söderholm seine beste Leistung im Trikot des deutschen Eishockeybundes DEB zeigte. Weil auch Kahan mit dem ersten Tor mirte, eine große Last von den Schultern fiel und Abwehrrecke Corbini Anholzer in der Defensive kompromisslos abräumte, ist die deutsche NHL-Fraktion genau zum richtigen Zeitpunkt auf Touren gekommen. Ein Grund mehr, an einen Coup wie bei Olympia zu glauben.
und die Jungs, sagte Söderholm, glauben hier an ziemlich viel. Beim Abendessen am Dienstag in der Altstadt von Kosice hatten die deutschen Spieler am Fernseher verfolgt, dass ihnen im Viertelfinale der Rekordweltmeister und Topfavorit Russland um NHL-Torschützenkönig Alexander Ovechkin erspart bleibt. Wenn wir die Russen erst im Halbfinale kriegen, ist es auch nicht schlimm, meinte Müller schmunzelnd. Und sein Abwehrkollege Jannik Seidenberg stellte fest, der Großteil der Mannschaft war zufrieden, dass es die Tschechen geworden sind, so können sie das Spiel Tschechien-Deutschland live verfolgen. Punkt. TV, Sport 1 Livestream, sport1.de, youtube.com/tk, sport1.de, Let's Block Ads.